Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Beyond War. Hallo und hallo Christian. Hey. So, wir haben hier unser ganzes Gesumse fertig, um hier Dinge zu bauen. Das ist richtig geil. Ich finde das saugeil. Das heißt, ja, bitte. Stained Glass haben wir irgendwo? Stained Glass brauchen wir. Probieren wir es mal mit dem normalen Glas. Also manchmal funktioniert das auch mit dem normalen Glas. Ja, stimmt, funktioniert auch. Gut, dann wird mal das Problem die Fermented Spider-Ei wahrscheinlich sein. Ja. Spider-Ei haben wir tatsächlich, sogar hatte ich auch mal reingetan. Jo. Das Problem ist dann Mushrooms? Was ich jetzt mache, ist hier erstmal neue Disk Drives, also neue Storage Disks zu bauen, um das Rezept dafür herzustellen. Let's go, dass wir da weiterkommen. Wie sieht es momentan mit deiner Energie aus? Passt das alles noch? Bisher ist alles gut. Ich denke mir nur so, ich hätte gerne Mushrooms. Mushrooms? Oi. Mushrooms, die musst du dir suchen. Ich seh's. Wir schlafen und dann gehe ich mal eine Runde auf Mushrooms. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, wo man die kriegt. Ob man die nur im im Nether vielleicht kriegt. Dann würde ich dich suchen schicken. Ich weiß. Guck mal nach. Also, jetzt fangen wir erstmal an mit der 1K, mit der Storage-Geschichte. Storage. Was brauchen wir? Wir brauchen erstmal die 1K Storage Parts. Mushroom ist Deep Dark, ungefähr. Also Y Höhe 63 oder so müsste es am höchsten sein. Also Deep Dark, was auch immer das heißt. Ja. Heißt wahrscheinlich in Höhlen oder wo kriege ich Mushrooms? Genau sowas. Storage Part. Okay. Das heißt, ich muss die Höhle, die dann bei uns hinter der Wohnung beginnt, mal durchforsten. So ungefähr. Yay. So, erstmal haben wir hier das erste Pattern. Ist da noch Platz? Hier ist noch Platz. Sehr gut. 1K Storage Part. Dann 4K Storage Part. Wo ging's in deine Höhle? Hier über die Treppe, richtig? Ja. Oh. 4K Storage Part. Ja. Create Pattern. Da bin ich ja viel zu tief. So. Und das 16K Storage Part. Ne, hier rein. 16K Storage Part. Create Pattern. Okay. Dann kommt das auch hier rein. Input. Okay. Und dann wollen wir uns bauen die 16K Storage Disk. Ach, wir hatten hier gar keine Höhle, du hast sie nur ausgebaut. Warte, ich komme gleich zu dir und dann gucken wir mal. Okay, so Encode glücklich 16K Storage Disk. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn ich hier sage 16K Storage Disk, baue mir mal eine Start. Missing available. Printed Silicon. Okay, Printed Silicon fehlt mir noch. To craft. Printed Silicon. Ich brauche ein Ding für Printed Silicon. Heißt, ich brauche einmal Silicon. Printed Silicon einmal. Wie baue ich dieses Printed Silicon nochmal mit Silicon aus Refined Storage, dass ich eben Nether Quartz mit Nether Quartz herstelle? Genau. Das war's. Aber davon habe ich noch ein paar. So. Hi. Einmal das. Das ist nur falsch. Ich brauche davon nur eins. So. Und so. Dahin. Go. Okay. Dann muss ich ihm das Printed Silicon als Whitelist geben.
Printed Silicon als Whitelist. Generell brauche ich alle Prozessoren noch als Whitelist. Prozessor. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. Okay, dann fehlt nur das Ding als Whitelist. Das kriegen wir aber auch noch hin. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ich hasse Höhen. Ich hasse Höhen. Vergiss es. Och Gott. Bin nicht zum Monster affin. Och Gott. So ich schlimm. Ich nur mal schon. Ja. Och Gottchen. Warte kurz. 16k. Ich weiß, dass hier eine Höhle ist, weil hier ja die ganze Zeit immer die Monster zu sehen sind. Mhm. Hier sind auch diverse Höhleneingänge und wir sind auch quasi direkt auf der richtigen Höhe, nämlich um die 60. Mhm. Genau die Höhe, die man braucht für. Ja. Ja. Also hier direkt bei unserem Haus ist quasi ein Höhleneingang und in dem. Eingehen. Hier passiert gerade nichts. Warum passiert hier nichts? Ah, Moment, brauche ich dafür einen Exporter oder einen Importer? Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Eventuell habe ich das falsch schon gebaut. Wo war das? Hier. Automating the solder. Once again. Stick an importer on the solder to suck up the processed ice. Then select the craft with the solder recipe pattern. Solder will be able to insert the items straight into the right slots. Then stick an importer to the solder to suck up the processed items. Importer. Ja, ist richtig. Also, warum funktioniert das nicht? Was soll das? Crafter, Crafter, Crafter. Warum passiert nichts? Warum nicht? Was soll das? Printed Silicon. Darf er rausnehmen? Hm. Was ist da los? Reicht das wirst du richtig? Ja. 16k. Da passiert gar nichts. Prozessor. Passiert auch nichts. Silicon passiert auch nichts. Nehme ich die mal raus und versuche die mal zu craften. Macht er hier jetzt was? Nein. Oder muss das Ding daneben, wirklich daneben stehen? Kann das sein? Weiß ich. Ich baue es jetzt mal ab. Keine Ahnung von dem, was du da redest. Du führst Selbstgespräche. Ein bisschen. Ja. Wirklich. Mhm. Meine Selbstgespräche sehen so aus. Verdammte Noble Queen, sei schneller. Scheiß Lifespan Upgrades. Warum haben wir keine dummen Mushrooms? Ja. Will. Kühe, ihr gebt keinen Mushrooms. Verdammte Axt. Es funktioniert nicht. So, let the crafter with the solderer patterns face the solderer. Andrena, darf ich dir vorschlagen, dass du sowas vielleicht außerhalb der Folge mal nachguckst? Gerade wenn es nicht funktioniert und du nicht weißt, woran das liegt, weil. Ja, ist jetzt nicht die ganze Zeit unbedingt interessant zu sehen, wie du googelst. Was man ja, wahrscheinlich nicht okay. mal sieht. Ja, das sieht man nicht. Das stimmt schon. Ich probiere jetzt noch ein letztes Ding. Und dann höre ich auf. Ich trinke dann in der Zeit Tee aus meiner schönen Beauty and the Beast Tasse. Mhm. Ach ja, es ist alles ein bisschen kompliziert hier. Du bist kompliziert. Ich nein. Ich doch nicht. So. So. Kollege, komm mal her. Okay, und jetzt nochmal rein damit.
Und jetzt nochmal probieren. Craft plus Start. Start. Ah, jetzt funktioniert's. Aha. Überlege gerade, ob ich irgendwo mal Mushroom-Kühe entdeckt hätte, zu welcher sich zu. Jetzt ist nur noch die Frage, warum importiert er jetzt den Quatsch nicht? Weil ich ihn auf Redstone Mode stehen hatte. Immer noch nicht. Redstone Signal, Times Item. Ich mach mal eine kleine Runde mit unserem Boot. Mach das. Hoffnung. Ich meine, irgendwo Mushroom-Kühe gesehen zu haben. Wenn man die tötet, bekommt man doch Mushrooms. Ja, ich meine schon. Probieren wir es mal. Ja. Also ich hätte das jetzt hier so fertig, aber... Alles gut. Sorgt bitte dafür, dass es nicht Nacht wird und ich nicht elendig auf dem Wasser mit dunklen Viechern fahre. Okay. Also das... Das eine haben wir jetzt, das andere jetzt ist die Frage, warum funktioniert das jetzt da nicht? Theoretisch habe ich einen Importer drauf, der auch genauso wie anderen Importer genauso konfiguriert ist eigentlich. Einfach parallel mal zu der Schiene, die verdammt weit schon ausgebaut ist. Fällt mir gerade so auf. Weg. Exporter, Importer. Das. Und heute ist. Ach, das ist Öl. Jetzt. Ach nee, da gibt's Öl, um Gottes Willen. Du dürftest schlafen gehen. Ist noch Tag. Oh, aber gleich nicht. Ja, ich geh gleich hoch. Außer die Bahn. Wow, die Bahnschiene ist extremst weit schon. Jetzt kannst du schlafen. Jetzt kann ich schlafen gehen, okay. Ich gehe schon. Schnell schlafen, genau. So. Okay, Schlafen ist erledigt. Dankeschön. Das Komische ist, gerade eben hat es noch funktioniert, dass er da was rausgezogen hat aus dem Soldler. Das ist das Komische. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Doof. Ja, richtig. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man rote Mushrooms nimmt oder ob man braune Mushrooms nimmt? Gute Frage. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, den nimmt er jetzt nicht mit raus. Warum nicht? Als was mir noch einfallen würde, dass die Position falsch ist. Das ist schön, dass ich keine Ahnung habe. Ja. So, nochmal probieren. Jetzt funktioniert's. Das hast du gerade schon mal gesagt. Es funktioniert aber wirklich. Es ist ein Unterschied zwischen funktionieren und wirklich funktionieren. Ist es so wie halb schwanger und schwanger?
Ja, genau so. Ich verstehe. Genau so, und genau so läuft es. Wenn wir uns einig sind. So, Chat nochmal gucken, dass das hier alles auch richtig mit rechten ist. Dingen zugeht, ja. Richtig. Ha, Gott sei Dank. Also, ich möchte jetzt gerne nochmal ein 16K Dings craften. Ist alles available? Start. Oh, deshalb waren Mushroom-Bäume. Kriege ich aus Mushroom-Bäumen auch Mushrooms raus? Keine Ahnung, ich kenne Mushroom-Bäume nicht. Um ehrlich zu sein. Werde ich das gleich feststellen, weil ich... Wie steige ich nochmal ab? Weil ich mir jetzt einen Mushroom-Baum bauen werde. Aha. Und ich habe endlich die Scheiße hier automatisiert. Er baut mir jetzt tatsächlich ein Storage-Upgrade. So. Finde ich gut. Jetzt wollte ich das Speed-Upgrade für den Soldier bauen, richtig? Hatte ich doch gesagt, oder? Ja. Und ja, damit bekomme ich tatsächlich Mushrooms. Allerdings, ach, muss ich mich dafür tatsächlich hochbauen. Erde, komm her. So, jetzt bauen wir noch ein paar mehr davon. Speed. Upgrade. Ha. Sugar. Nerviger Punkt. Upgrade. Mushrooms funktionieren unsere Mods nicht mit, von wegen alles wird auf einmal abgebaut. Oh. Das ist doof. Okay, davon bauen wir uns ein Pattern. Das hätten kommt wir. Kommt zwar relativ wenig Mushrooms raus, wenn man ehrlich ist, aber besser als gar nichts. Jetzt brauchen wir hier dann das Rezept. Wenigstens halt hat Waldsterben noch ein. Ist Waldsterben brav? Lustige ist. Dadurch, dass die Mushroom-Dinger so knallrot sind, siehst du sie auf der Map, wenn nur eins von den Dingern da ist. Mhm. Wow. Ach, diese riesen Mushroom-Bäume, jetzt weiß ich, welche du meinst. Ja. Funktioniert ja. Das, dass du da Mushrooms rauskriegst? Ja. Cool. Aus einem Baum habe ich jetzt gerade 8 Stück oder so rausbekommen. Acht sehr Stück cool. Hier. Doch, das funktioniert. Das ist sehr gut. Ja. Okay, der Soldier hat fertig gearbeitet. Jetzt muss man gucken, wie das jetzt. Prozessor sind da. Habe ich jetzt mein 16K schon? Mein 16K Storage Disk ist fertig. Ach, du machst jetzt erstmal alles mit 16K voll? Ja. Erstmal so zur. Einfach um es leichter zu haben. Ja, du kannst sie halt später schwer wieder rausnehmen, um dann doch auf 64 zu upgraden. Ich glaube, die Speed. Brauchst du dann. Ja. Dann craft uns das hier. Start. Damit er hier dann loslegen kann. So, 14 normale Mushrooms. 8. Ja, das reicht mir erstmal. Sehr gut. Ha, ich bin glücklich. Oh, ich bin so glücklich. Wow. Musste nicht in irgendwelche bösen Ecken, um an meine Mushrooms zu kommen. Ich habe jetzt erstmal das Speed-Upgrade für das Ding fertig. Jetzt sind nur meine ganzen Crafter schon wieder voll. Ich muss jetzt wieder neue Crafter bauen. Hier ist. What? Danke für eine. Aber du hast schon recht. Eigentlich könnte man Storage Disk. Er sagt, ich habe recht. Theoretisch könnte ich auch direkt die 64K Storage Disk mal in Angriff nehmen. Ist ja im Grunde genommen nicht viel anders. Beziehungsweise ich muss eigentlich nur
das Rezept hier reinballern. Und dann sollte das reichen. Ja. Storage, das Ding hier bauen. So. Pattern. Der Rest ist eigentlich komplett gewuppt. Jetzt brauche ich noch einen neuen Crafter. Okay, ich brauche ein Rezept für einen Crafter. Gut, ein Pattern für einen Crafter. Okay. Ein Rezept, also ich würde nicht Crafter auf Autocraft stellen, weil das doch etwas. Doch, schon. Brauchst du so viele Crafter? Ich werde sie brauchen, ja. Weil in einem Crafter kann ich nur 10 Rezepte unterbringen. 10 Rezepte ist halt nichts. Okay, von daher, aber ja, brauchst du Autocrafter? Also ja. Brauchst du wirklich, da kommen dann irgendwann tausende Crafter raus. Ist das notwendig? Oder wäre es nicht doch vielleicht praktikabler, dass das nicht unser System auch noch überfüllt und unsere Ressourcen leer ist, sondern dass du einfach mal sagst, okay, ich mach mir dann mal 10, aber damit komme ich dann erstmal hin. Er macht es ja nur auf Bestellung. Er macht ja nicht dauerhaft. Er macht alles, was ich jetzt als Autocraft mache, macht er nur auf Bestellung. Okay. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich möchte jetzt die Storage Disk haben, macht er alles, was dafür notwendig ist. Genau, aber nur in der Menge, wie es notwendig ist. Und er zeigt mir auch an, dass alle Rohstoffe da sind oder nicht. Kann ich dir gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz cool. Bei Gelegenheit. So, jetzt mache ich mir nochmal einen Crafter. Einen. Start. Okay, jetzt fehlt mir hier eine ganze Menge. Missing. Okay, Construction Code, Destruction Code, Machine Casing brauche ich dann dafür. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Beyond. Wow, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Tschüssi und hallo, längste Abmod, die es gibt. Ja, genauso wie längste Abmod. Tschüss.